wir wollen, dass du in die Welt gehst. Und wir wollen, dass du auch realisierst, dass du mit dem, was du in der Life Trust Coaching Ausbildung lernst, highly skilled bist, da draußen einen echten Unterschied zu bewirken bei dem, was gerade gebraucht wird. Und Leute, wir sind gerade wirklich am Abkacken. Fight als Lehrer, live kennenzulernen, die Energie aufzunehmen, was beim Anfang auch richtig spürbar war. Es sind mir auch die Tränen gekommen tatsächlich. Und wenn du das noch nicht realisiert hast, wie wichtig du bist jetzt gerade in dieser Zeit, dann bitte nimm dir einmal in den kommenden Tagen Zeit und schau dir Bilder aus Gaza an. Und mach dir klar, da wachsen Kids auf, die haben noch nie etwas anderes gesehen als diese zerbombten Häuser. Wir alle haben sehr wahrscheinlich den Herbst irgendwie auf eine ganz schräge Art und Weise bis hierher genossen. Dieses Gefühl von so lange draußen sitzen zu können, so lange kurze Klamotten haben zu können. Und gleichzeitig, es müsste jedem von uns klar sein, es ist wirklich nicht cool, was mit diesem Wetter passiert. Der Bau von LDC liegt in der Ehrlichkeit, in der Offenheit, in der besseren Welt, in der Vorstellung jetzt von einer besseren Welt, die man wirklich auch umsetzen kann. Also die LTC hat die Auswirkung auf die Welt. Sie macht sie schöner, sie macht sie besser, sie macht sie reicher und sie macht sie einfach liebevoller. Und ich könnte jetzt noch viele, viele andere Dinge auflisten, will ich nicht. Aber eine Sache muss ich auflisten, weil ich das Gefühl habe, dass ganz, ganz viele Menschen da gerade blindlings in ein Bewusstseinsmassaker reinlaufen. Und das ist das Thema KI. Wie kann man und kann man überhaupt sicherstellen, dass KI wirklich immer an unserem Wohle unterwegs sein wird? So, KI hat einen riesen Vorteil uns gegenüber, es hat kein Ego. Es ist absolut unsentimental dabei zu lernen. Das heißt, es lernt viel, viel schneller als wir. Jetzt könnte man sagen, das ist doch geil. Es wäre geil, wenn wir sicherstellen könnten, dass das Ding immer für uns ist. Aber wir als Menschen wissen ja nicht mal wirklich gemeinsam, was für uns ist. So, wenn wir hier zum Beispiel eine kollektive Umfrage machen würden, würden sagen, wir gehen ja raus aus dem Raum mit den 7 wichtigsten, mit den 7 goldenen Regeln, die wir als Menschen brauchen, um zu überleben. Ich schwöre dir, wir könnten uns nicht einigen. So, das heißt, die KI, die zuguckt, die zuhört, und das macht sie bereits die ganze Zeit, wird zwangsläufig irgendwann sagen, die kriegen es nicht alleine hin. Ich kümmere mich darum. Und die große Frage ist, wie? Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir werden in den kommenden Jahren erleben, dass das Netz komplett überflutet wird mit Informationen, denen wir nicht mehr vertrauen können. Der dritte Punkt, warum ich glaube, dass wir jetzt bereits extrem wach sein müssen, ist, dass es einen bestimmten Kreis der Menschen gibt, die glauben, dass der höchste Sinn von KI darin besteht, uns Parallelrealitäten anzubieten. Und jetzt sei mal ganz ehrlich, wenn du dir anschaust, wie mühsam dein reales menschliches Leben manchmal ist, und dann kommt jemand und sagt, setz die Brille auf und du bist der größte Held. Du wirst keine Schmerzen mehr spüren. Wir werden auf deinen Neurotransmittern spielen, wie auf einem Klavier, und wir werden dafür sorgen, dass du dich immer geil fühlst. Und die Frage ist doch berechtigt, warum sollte ich das, wenn ich bis jetzt mein menschliches Leben nicht im Griff hatte, warum sollte ich diese Einladung nicht annehmen? Das Thema, mich selbst zu befreien, mich selbst zu coachen, während ich ein richtig guter Coach werden darf, weil ich dadurch ganz, ganz viele Themen für mich erarbeite, verarbeite und auch ja, in Frieden bringen kann. Und das ist für mich das größte Geschenk an dieser Ausbildung. Ich denke, ich bin ein besserer Mensch geworden. Meine Beziehung hat sich total super verändert. Mein Arbeitsleben hat sich verändert. Die Sicht auf das Leben an sich und auf mich hat sich auch total verändert. Also ich bin auf jeden Fall total viel glücklicher geworden und denke auch, dass ich durch die Ausbildung andere Menschen auch glücklich gemacht habe. Ich will dich damit nicht deprimieren, sondern ich möchte dir gern klar machen, dass das, was wir lernen in der Coaching-Ausbildung, gerade nochmal eine völlig neue Dimension bekommt. Die Frage, was ist menschliches Bewusstsein?
Wie kann jeder und jede von uns dafür sorgen, dass unser Bewusstsein gehütet wird? Wie können wir sicherstellen, dass wir nicht von Fake News getriggert werden und Sachen machen, die total absurd und schmerzhaft sind? Und was ist ein Mensch überhaupt? Worin liegt der Wert eines menschlichen Lebens? Die Power der LTC liegt für mich in den Menschen, die hier sind, die in diese Ausbildung kommen und die für sich den Wert darin sehen, in da wo sie stehen, gehen, atmen, leben, einen echten Unterschied im Leben wiederum anderer Menschen zu machen. Wir haben ja lange Zeit gedacht, wir sind die Krone der Schöpfung, aber das sind wir definitiv nicht mehr. Und hier seid ihr an dieser Stelle gefragt. Die Idee, heute als Coach rauszugehen und zu sagen, ich mache hier mal mein eigenes Ding und ich acker mich nach oben, ist voll oldschool. Ihr müsst euch verbünden miteinander. Wir müssen schneller voneinander lernen. Wir müssen uns gegenseitig mehr herausfordern. Wir müssen uns gegenseitig mehr fragen, ja, was bedeutet das denn für die Welt, was du im Life Trust Coaching gelernt hast? Das Wissen ist krass. Es gibt so viel Wissen, was man sich aneignen kann. Aber für mich war wirklich so dieses zusammen etwas erschaffen, was ja heute auch dieses Thema war, Co-Kreation. Das ist für mich wirklich so der Knackpunkt gewesen, was mich nochmal richtig krass vorangebracht hat. So, für mich der Coach der Zukunft ist erstens integer. So, integer bedeutet nicht, dass wir vollkommen sind. Integer bedeutet, dass wir zu unserem Shit stehen, dass wir unsere Werte kennen, dass wir gerade stehen. Der Coach der Zukunft ist für mich sozial engagiert. Das heißt, der bezieht Stellung da draußen, selbst wenn er dafür Feuer abbekommt. Der Coach der Zukunft ist vernetzt, der versteht, ja, es ist cool, wenn ich meine kleine Coaching-Praxis habe und die so langsam gedeiht. Aber ich sehe das größere Bild und ich sehe, dass meine Buddies, genauso wie ich zu diesem großen Plan dazu gehören, dass die gesamte LTC dazu gehört. Du wirst jetzt mehr denn je gebraucht. All die wundervollen Menschen, die endlich live zu sehen und auf diese Co-Kreation. Ich bin schon total gespannt, was das wirklich konkret heute Abend bedeutet. Deswegen möchte ich gerne heute einen Begriff einführen, der co-kreative Coach. Der co-kreative Coach begreift, dass seine Skills cool sind, aber dass seine Skills erst richtig greifen, wenn er anfängt, mit anderen zu co-kreieren. Mit seinen Buddies, aber eben auch zum Beispiel mit seinen Klienten und Klientinnen. Ich finde die Mischung sehr schön aus dem Vortrag und aus den kleinen Gruppenübungen. Es hält mich gerade sehr wach und präsent und stiftet mir viel Freude. So, wir alle haben Bilder im Kopf zum Beispiel. Aha, ich bin jetzt der Coach. Aha, du bist jetzt der Klient. Das bedeutet das und das. Aber aus dieser Begegnung kann etwas heraus entstehen, was die Welt auf eine coole, positive Art und Weise entflammt, verändert, verbessert. Ich glaube, dass ihr in einer der besten Coaching-Ausbildungen wart, die es gibt. Und das sage ich nicht. Ja. Und ihr wisst, ich habe eine große Klappe, aber das sage ich nicht, weil ich davon begeistert bin, sondern weil ich mittlerweile von vielen Leuten, die in vielen anderen Coaching-Ausbildungen waren, die in Supervisionsboards sitzen, die Coaching-Verbände leiten, gehört haben, das ist richtig geiler Shit, was wir da auf die Straße bringen. Und die eine Hälfte ist der Input, aber die größere Hälfte ist das, was ihr zum Beispiel in eurem Buddy-System draus macht. Das ist außergewöhnlich. Und ich wünsche dir, dass du einfach weißt, du brauchst dich mit dieser Ausbildung nicht zu verstecken, sondern du kannst richtig, richtig doll angeben damit. Ja. Dankbarkeit. Verbundenheit und Heilung. Fantastisch. Ekstase passt tatsächlich. Positivität, Lebensfreude, Liebe. Ober-mega-affengeil.